Kai Havertz ist gerade das meistgejagte Talent in Europa. Auch beim Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund hat er einfach mal alle rasiert. 54% der Angriffe gingen über seine rechte Seite und an allen vier Toren war er auch beteiligt. Also, wir müssen dringend mal über Kai Havertz reden. Und deshalb habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen riesen Kai Havertz-Fan. Und er weiß, wie er tickt, nämlich Visca Barca. Generell muss ich sagen, heute sind gleich zwei Gäste mit dabei. Und damit herzlich willkommen zu 90+1, die Bundesliga-Show. Der erste sitzt schon da, Basti. Gute, mein Lieber. Gute. Erstmal danke, dass du überhaupt da bist, denn das stand lange Zeit auf der Kippe. Ja, also ich wollte ja gestern Abend schon absagen, weil tatsächlich im Frankfurter Bahnhof alle Bahnen ausgefallen sind. Und dann hat mich ein netter Herr, liebe Grüße an den, tatsächlich abends noch mitgenommen. Bin dann nachts hier irgendwann gelandet, nicht viel geschlafen. Man möge es mir verzeihen, dass ich ein bisschen fertig aussehe. Von Fußball 2000. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, dann checkt den auf jeden Fall aus. Und weißt du, ich versuche jetzt mal einen Bogen zu spannen. Weißt du, was noch gefährlicher ist als der Sturm, Sabine? Timothy Chandler. Unter anderem, ich würde sogar sagen, allgemein der Sturm von Eintracht Frankfurt. Also, kommen wir zum Thema. Die SGE, hier habe ich auch das Trikot parat, legt den besten Rückrundenstart seit 50 Jahren hin. 3 Siege, 1 Unentschieden. Jetzt mal im Ernst, hat man damit gerechnet? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe sogar innerhalb dieses Superstarts nicht mehr damit gerechnet, muss ich sagen. Weil tatsächlich in Hoffenheim hat es so ein bisschen schleppend angefangen, hat die Eintracht sich das wieder erkämpft. Aber wir waren bei uns, wir haben immer so gesagt, gut, die Einstellung stimmt wieder und diese Angst, dass diese Mannschaft einbricht, war weg. Aber dass das jetzt so abgeht, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, ein 5:0-Sieg gegen den FC Augsburg. Dann lass uns auch erstmal über die ganzen Probleme sprechen aus den vergangenen Monaten. Denn natürlich in der vergangenen Saison war man gehypt und hey, Europa und wir kommen vielleicht sogar ins Finale. Es war wirklich knapp bei Chelsea. Und am Ende dann, ja, die Hinrunde lief katastrophal. Es gab im Sturm keinen Angriff, beziehungsweise überhaupt keine Angriffsfläche, um Tore zu schießen. Und das ist aber die Frage, also was ist alles falsch gelaufen bei der SGE? Ich glaube, das waren sehr, sehr viele Sachen. Ich glaube tatsächlich, dass man als Eintracht-Fan nach dieser Party erstmal wieder diesen Kater hatte, zu denken, okay, jetzt ist wieder normales Business. Weil die Eintracht hat ja nicht krass underperformed, sondern das war halt Eintracht Frankfurt so. Also vom Etat her passt ungefähr. Man muss sich da natürlich aber wieder dran gewöhnen, wenn man von der Stamford Bridge kommt, zu denken, super, wir schaffen es nicht irgendwie zu Hause gegen Wolfsburg zu gewinnen. Ich glaube aber, dass dann so ein bisschen war, dass wir diese 3 Ausnahmestürme hatten und die konntest du nicht gut ersetzen. Und dann kam noch dazu, dass die ersetzen sollten, immer krank waren, immer verletzt waren, nicht reinkamen in die Saison. Und gegen Ende hast du gesehen, dass die Eintracht echt ganz viele Pflichtspiele hat. Und dann, das war das einzige, das wirklich Schlimme an der Hinrunde, waren die 2 ersten Spiele gegen Köln und Paderborn. Da hast du wirklich Angst bekommen. Da hast du wirklich Angst bekommen zu sagen, okay, hier scheint was nicht zu stimmen. Wenn du 2:0 gegen Köln führst und schluckst noch 4 Tore, dann spielst du in Paderborn, die an dem Tag auch nicht so gut drauf waren, die dann trotzdem denken, gut, wenn ihr nicht wollt, wir nehmen die 3 Punkte. Dann bist du schon mit so einem schlechten Gefühl Richtung Weihnachten gefahren, hast dann gehört, okay, das System soll umgestellt werden und dann wurden aber für diese Systemumstellung keine Spieler geholt. Und dann hast du schon gedacht, dann schauen wir mal. Um über die Systemumstellung kurz zu quatschen. Also ihr habt ja die ganze Hinrunde mit einer Dreierkette gespielt. Dreier- genau. bzw. Fünferkette. Jetzt ist es mittlerweile eine Viererkette. Genau. Und wenn du sagst, okay, es wurden keine Spieler geholt dafür, für dieses System. Und es geht eigentlich nur um eine Position. Welche Position? Das ist der rechte Mittelfeldspieler. Okay. Also du hast, wenn du eine Viererkette spielst, hast du entweder das 4-2-3-1, dann hast du einen rechten Mittelfeldspieler, ja. Aber auch im flachen 4-4-2 auch rechts. Dafür haben wir tatsächlich, wenn überhaupt, Gacinovic und Timothy Chandler, muss ich sagen. Ich habe mich sehr dagegen gewehrt, dass irgendwie er spielen soll. Er scored jetzt zwar, aber es ist für mich weiter nicht die Ideallösung da auf dieser Position. Aber ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn das so weiterläuft. Und werde ich mir ein Timmy Chandler-Tattoo machen. Na gut, aber du hast dich ja immer mal wieder beschwert. Auch jetzt Ende der Hinrunde und hast ja immer mal wieder auch in den Folgen, die man dann auf YouTube sehen kann, gesagt, ah, die Eintracht, alles scheiße, alles blöd und so weiter. Ja, und doch, 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 doch. Alles so, scheiße. Und ich weiß, dass Freddy Bobic dich persönlich auch angesprochen hat. Ich fürchte auch. Ja. Schauen wir uns doch mal dieses Zitat an. Da haben wir es nämlich für euch vorbereitet. Die Panik im Umfeld war absolut lächerlich. Wir sind ruhig geblieben, haben Vertrauen in die Mannschaft gehabt und wissen, dass sie oft genug gezeigt hat, dass sie es kann. Na, was sagst du dazu, dass er dich mal persönlich anspricht? Ja, erstmal liebe Grüße zurück. ich weiß nicht, also ich sehe das trotzdem ein bisschen differenzierter. Ich weiß nicht, ob diese Panik, weil man muss ja auch die Panik in der Panik noch differenzieren. Zu sagen. Es gab auch sachliche Kritik, die richtig war. Und meiner Meinung nach bleibt es richtig, dass man hätte einen rechten Mittelfeldspieler holen können. Ich glaube auch, die Eintracht wollte das. Hat vielleicht nicht geklappt. Was war der zweite Teil des Zitats? Jetzt ist es schon wieder weg. Pragmas nochmal direkt hin. Ja, es ging darum, dass die Mannschaft ja oft genug schon gezeigt hat, dass man erfolgreich ist. So, und woher will er das denn wissen? Das ist eine neue Mannschaft. So. Also das ist so eine typische Aussage. Er ist doch hier in der Driver-Position zu sagen, ey, ich habe alles richtig gemacht. Genieß es doch einfach und so.
Aber also, wie gesagt, ich bin wie bei Chandler der Letzte, der sich beschwert, wenn das so weiterläuft. Da kann er für mich jetzt noch viel schlimmere Sachen machen. Aber dann lass doch über Chandler mal sprechen. Ich meine, jetzt hat er in diesem Jahr in 4 Spielen 4 Tore erzielt, ist der neue Goalgetter von der Eintracht als eigentlich gelernter Rechtsverteidiger. Was ist da denn los? Ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Und ich glaube, selbst wenn er jetzt hier sitzen würde, wüsste er es auch nicht. Also er ist immer ein Spieler gewesen, also absoluter Publikumsliebling immer schon gewesen. Hatte eine lange Zeit, wo er verletzt war, ist jetzt endlich wieder fit, ist tatsächlich aber ein Rechtsverteidiger. So. Also es ist tatsächlich so. Und ganz ehrlich, in Düsseldorf hat man gesehen, dass das nicht immer funktioniert. Also wir haben mit Da Costa und Chandler auch auf rechts in Düsseldorf gespielt und da ging gar nichts. Also dass er hat diese Einstellung, er haut sich rein. Ich glaube nur tatsächlich, dass er viel zu viel Aufwand betreiben muss, um an diese Leistungsgrenze zu kommen. Und das dann langfristig gesehen, das trotzdem weiterhin, es tut mir leid, nicht die ideale Lösung ist. Ja, aber jetzt kann man keine Spieler mehr verpflichten. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Was sagt ihr denn zu Timothy Chandler? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, da bin ich gespannt. Da können wir auch noch mal ein bisschen diskutieren und auch die Jungs von Fußball 2000 werden da bestimmt das ein oder andere Mal noch reinschauen. Die andere Personalie ist die linke Seite, denn in den vergangenen Wochen ging ja eigentlich alles über links, über Philipp Kostic. Warum ist er beim HSV und auch bei den anderen Stationen eigentlich nie so an das Leistungsmaximum gekommen und jetzt bei der Eintracht klappt es? Also was macht die Eintracht anders als der Rest? Das Problem ist, da bin ich bei HSV und Stuttgart nicht nah genug dran, um das zu beurteilen. Aber ich glaube, man kann dadurch, dass sie jetzt gar nicht mehr in der Bundesliga sind, sehen, dass das vielleicht nicht an Philipp Kostic alles lag. So. Vielleicht ist er zum ersten Mal, er hat natürlich auch Glück, dass er gerade zur Eintracht gekommen ist, als so im Begriff war, so ein Flow zu entstehen. Und da kannst du natürlich gut mitschwimmen. Also ich glaube tatsächlich, wenn er, weiß ich nicht, vielleicht vor 5, 6 Jahren zur Eintracht gekommen wäre, wo es auch teilweise ein bisschen gehakt hat, wäre er vielleicht auch nicht so abgegangen. Aber wenn du in dieses funktionierende Gebilde kommst, und dann vielleicht auch noch 2, 3 Buddies hast, oder hattest leider, mit Rebic und Jovic, aber zumindest Gacinovic noch da, dass dir das leichter fällt. Und ich glaube, er hatte tatsächlich auch mit Kovac jemanden, der Bock auf ihn hatte. Und Hütter setzt das jetzt fort und absolute Maschine. Und trotz alledem muss ich vielleicht jetzt auch so ein bisschen diese Euphorie bremsen und sagen, es war auch nur der FC Augsburg. Ne? Das ist kein FC Bayern gewesen, den man ja auch schon geschlagen hat. Aber ich kann sagen. Ja, ja, aber trotz alledem, also jetzt zu sagen, wow, alles ist super, alles ist geil. Hab ich ja nicht gemacht. Nee, hast du nicht, aber hat Fredi Bobic gemacht. Genau das spreche ich an. Und dann muss man sich überlegen, okay, gut, wie geht's jetzt weiter? Der nächste Gegner ist Borussia Dortmund. Und ja, lieber BVB, wollt ihr euren Trainer verlieren? Wenn ja, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, denn Eintracht Frankfurt hat bereits Niko Kovac, Unai Emery rausgehauen und aller guten Dinge sind 3. Mal schauen, ob das dann nächste Woche tatsächlich passiert. Und wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema. Bayer Leverkusen gewinnt 4:3 gegen Borussia Dortmund. Das ist der erste Sieg gegen den BVB seit 3,5 Jahren. Und über einen Mann müssen wir sprechen. Über diesen hier, den Shootingstar, wenn man so will. Kai Havertz. Mit dabei ist Anton Viscarasse. Ja, servus. Erstmal danke für die Einladung. Ja, Leute, Kai, ja auch ein guter Freund von mir. Und ja, auf jeden Fall auch eine gute Leistung gegen Dortmund geschafft. Ja, was sagst du denn dazu? Also mal ganz allgemein, was ist dir in diesem Spiel aufgefallen? Denn für viele ist es ja tatsächlich so, dass er unterm Radar läuft. Ja gut, aber trotzdem lief ja quasi jeder zweite Angriff über ihn und Kai ist einfach der Master im Spielaufbau. Also er macht vielleicht nicht immer in jedem Spiel einen Assist oder ein Tor, wobei letzte Saison lief er auch extrem gut mit Scorerpunkten, aber er macht einfach oft auch den Assist zum Assist und das ist einfach extrem wichtig und ja, Leute messen natürlich einen oft an Scorerpunkten, aber fürs Spiel an sich ist er wirklich unverzichtbar. Er ist immer anspielbar, er ist immer bereit und wenn die Leute nicht gerade wissen, hey, wo soll ich den Ball hinspielen, dann gerne zu Kai Havertz. Wir haben hier was vorbereitet, das ist ein kleines Spielchen. 4 verschiedene Vereine checken wir uns jetzt mal ab, denn er könnte ja im Sommer zu dem einen oder anderen Verein wechseln und ich weiß, du bist großer Barca-Fan, weil Visca Barca, deshalb habe ich mir hier direkt mal das Barca-Trikot gepackt, ich muss es jetzt hier mal drüber packen. Was denkst du denn, würde er zu Barca passen? Okay, ich muss jetzt ganz kurz die Barca-Brille abnehmen. Also auf jeden Fall würde er zu Barca passen. Also er ist ein extrem passsicherer Spieler, wie gesagt, sehr gut im Spielaufbau. Und Barca ist natürlich sehr überbesetzt im Mittelfeld. Also zu Barca passen würde er absolut meiner Meinung nach. Die Frage ist, ob sie ihn wirklich holen würden. Ja, man hat natürlich schon viele Gerüchte gelesen. Kai, sein Lieblingskindverein, ist ja auch Barca. Ja, deswegen habe ich so minimal Hoffnung. Ich habe auch mal zu ihm gesagt, Kai, ganz ehrlich, wenn du wirklich zu Barca wechseln solltest, bitte lass mich bei dir in der Abstellkammer wohnen. Ist mir egal, ich mache alles. Ja, nein, aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und
Ja, ich weiß nicht. Was denkst du, würde er zu Barca passen? Definitiv. Passquote 88% habe ich jetzt vor der Sendung noch mal kurz nachgeschaut. Also, wenn man jemanden haben will, der spielstark ist, dann sollte man Kai Havertz holen. So, nächster Verein, wenn wir über eine, wenn nicht sogar die größte Liga sprechen wollen, dann ist der FC Liverpool ganz entscheidend. Kloppo sucht sich ja gerne mal Spieler, die schnell sind. Und Kai Havertz ist ja auch ein schneller Spieler mit 35 km/h, die er in der Spitze hat. Das ist schon nicht so schlecht. Was sagst du, Liverpool, wie stehen die Chancen? Ja, gut, also da habe ich ja ein kleines Trauma noch von letzter Saison. Ne? also ich denke, wenn nach England, dann macht Liverpool auf jeden Fall sehr viel Sinn, vor allem wegen dem Trainer Klopp. Ist ja auch bekannt dafür, junge Spieler immer weiter zu entwickeln. Klar ist Kai jetzt schon auf einem super Weltklasse-Niveau, aber zur richtigen Weltspitze kann der Klopp ihn, glaube ich, auch noch formen. Und ich habe auch gelesen, Klopp hat ja auch seinen Vertrag verlängert vor kurzem. Genau. Das heißt, ja, er kann auf jeden Fall darauf setzen, dass Klopp noch 2, 3, 4 Jährchen bei Liverpool bleibt. Und ja, ich denke mal nicht, dass er dann für ein Jahr wechseln würde. Deswegen macht das auf jeden Fall schon Sinn. Kontinuität auf der Trainerposition ist ja immer ganz entscheidend. Hast du bei den meisten deutschen Vereinen so nicht, auch über die wir jetzt gleich sprechen werden. Fangen wir mal mit dem gelben Trikot an, mit Borussia Dortmund. Vom Spielstil relativ ähnlich, auch da könnte man über das Tempo sprechen. Was meinst du, wäre der BVB so eine gute Zwischenstation, um zu sagen, hey, Kai Havertz ist gerade mal 20 Jahre alt, er braucht jetzt vielleicht nicht, noch nicht zu dem großen Club gehen, sondern braucht noch mal so eine kleine Station, um weiter zu reifen. Wäre das eine sinnvolle Idee oder würdest du sagen, nee, also ein Weltstar müsste sofort zu einem Weltclub gehen, wenn Kai Havertz schon als Weltstar bezeichnet werden kann? Also die Option ist auf jeden Fall, auf gar keinen Fall schlecht. Klar, Dortmund auch ein krasser Verein. Julian ist dort, ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Er würde quasi in seinem gewohnten Umfeld bleiben, kommt ja auch aus der Nähe, ist in Aachen aufgewachsen und hat dort in der Jugend gespielt, ist ja auch um die Ecke. Das heißt, ja, wenn er quasi immer noch in der Nähe von Eltern bleiben möchte und, deutsche Sprache, ja, ich weiß nicht. Aber ich halte die Option eher für unwahrscheinlich, weil ich doch denke, dass er den nächsten Step machen würde. Entweder dann zum wahrscheinlich besten deutschen Verein, ja, in den letzten Jahren oder eben ins Ausland. Ja. Geld hätte der BVB definitiv. 100, 130 Millionen Euro stehen ja zur Debatte, wenn man Jadon Sancho dann im Sommer verkauft. So, und zu guter Letzt reden wir über den FC Bayern. Ach Gott, ich meine, wir sind ja beide Bayern-Fans, das muss man ja dazu sagen. Ne? Okay. Wahrscheinlich bist du positiver gestimmt, was Kai Havertz zum FC Bayern angeht, als ich, oder? Also ich würde es feiern, wenn er in München wohnen würde, auf jeden Fall. Das wäre natürlich richtig geil und ihn oft auch in der Allianz Arena spielen zu sehen. Ja, Bayern ist auf jeden Fall eine ziemlich wahrscheinliche Option. Die haben ja auch öffentlich das öftere Interesse bekundet. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass der ein oder andere Experte ihm öffentlich von dem Wechsel abgeraten hat. Was sich ja dann auch immer so ein bisschen, ja gut. Ja, aber ich verstehe jeden Kritiker. Das liegt an einem Grund, am Pressing. Denn der FC Bayern hat mit das aggressivste Pressing zurzeit in der Bundesliga, vielleicht auch das Beste. Und Kai Havertz ist nicht so dieser Pressing-Spieler. Ich habe ihn jetzt im Topspiel ein bisschen beobachtet und da ging es wirklich darum, hey, er ist immer einen Meter vom Mitspieler weg. Vielleicht ist das vom Trainer so gewollt, ich weiß es nicht. Aber rein von diesem Spielstil habe ich die Angst, dass er beim FC Bayern nicht bestehen kann und dasselbe Schicksal teilt wie Coutinho und James. Oh. Ja, doch. Und wo soll er spielen? Auf welcher Position? Sag mir das doch mal ganz knackig. Müller könnte er ersetzen. Ja, aber Müller wird noch ein paar Jahre beim FC Bayern spielen und kein Trainer wird sich gegen Thomas Müller entscheiden, wenn er lange beim FC Bayern bleiben möchte. Das Ding ist aber, Bayern hat ja die Vision und den Wunsch, quasi FC Super Deutschland zu haben. Definitiv. Und Kai ist einer der besten deutschen Spieler momentan, vor allem in seinem Jahrgang. Das heißt, ja, Havertz muss dann eigentlich Bayern holen, wenn sie eben ihre Vision ja, verwirklichen wollen. Genauso wie auch in Sané, aber das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Ja. Was tippt ihr? Wohin wird Kai Havertz wechseln? Oben im Isen-Umfrage macht er gerne mit. Und wenn er mich jetzt fragen würde, ja, du holst dein Barca-Ding da schon wieder raus. Ja, ich merke schon. Wenn er mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, ey, Digga, bleib bei Bayer Leverkusen noch ein, vielleicht zwei Jahre. Du bist so jung. Ey, was ich mit 20 angestellt habe, was für Scheiße ich gebaut habe. Und er ist schon so ein Vollblut-Profi. Ja, reife noch ein bisschen in Leverkusen, da machst du nichts falsch mit Peter Bosch, der hoffentlich noch lange Zeit in Leverkusen bleiben wird. So, dann bauen wir das jetzt nochmal ab und dann setzen wir uns zu dritt an diesen kleinen Tisch und diskutieren über das nächste Thema.
Wir kommen zu Stars und Stats und jetzt seid ihr beide schon mal da und dann habe ich jetzt mal ein paar Fragen an euch beide zu den Spielen, die wir jetzt nicht ausführlich betrachten. Ich fange mal mit dir an, Basti. Und zwar VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, ein 1:1. Damit sind die Wölfe im 10. Pflichtspiel gegen Düsseldorf ungeschlagen. 5 Siege, 5 Unentschieden. Sag mal, wie sexy ist denn der Spielstil von den Wölfen? Boah, ich weiß nicht. Also Wolfsburg reißt mich dieses Jahr nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Sowieso jetzt außerhalb des Platzes sowieso nicht, aber teilweise haben die es wenigstens ausgeglichen durch geile Spieler. De Bruyne, Dzeko, erinnern wir uns, Grafit. Da ist jetzt nicht viel. Die haben viele interessante Einzelspieler, so. Aber das Gesamtkonstrukt ist jetzt noch nicht so, dass ich denke, oh krass, Wolfsburg spielt geil. So. Ja. Dann das nächste Spiel, Hertha BSC, erster FSV, Mainz 05, ein 1:3. Und die Mainzer haben eine brutale Quote, Anton. Seit Mai 2013 haben sie 26 Elfmeter verwandelt. Das ist ein Rekord. Und deshalb mal die Frage an dich, wenn man sich das anschaut, Mainz kämpft immer gegen den Abstieg. Wie wichtig ist denn da so eine Treffsicherheit, um dann am Ende auch in der Bundesliga zu bleiben? Ja, wahnsinnig wichtig natürlich. Wenn du im Abstiegskampf bist, darfst du dir nicht erlauben, dann auch noch die Elfmeter zu verschießen, die ja vermeintlich immer so einfach sind, ja. Aber wenn man da jetzt, also 26 Treffer, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also wenn man da zum Beispiel jetzt auf Messi guckt, der jetzt nicht die allerbeste Elfmeterquote hat, aber dann gibt es natürlich so einen Ronaldo oder auch Penaldo, der dann schon so viele wichtige Elfmeter in seinem Leben verwandelt hat. Messi auch schon leider verschossen, Copa America Finale oder also, Champions League. Um das so zusammenzufassen, Messi sollte nie zu Mainz gehen, ne? Nee, Mainzer, bleibt bei euren Spielern, Messi lieber nicht. Spaß beiseite, kommen wir zum nächsten Spiel. Schalke 04 gegen den SC Paderborn. Schalke hat jetzt in den letzten 5 Spielen gegen das Tabellenschlusslicht jeweils nicht gewonnen. Woran hapert es denn da bei Schalke? Ich glaube, Schalke hat so ein bisschen angefangen, erstmal so von Grund auf ihre Spielsystem so aufzubauen. Zu sagen, erstmal Sicherheit und gegen gute Gegner stehen die auch sehr, sehr gut. Denen fehlt es aber ähnlich und ich kann es ein bisschen mit Eintracht vergleichen. Denen fehlt es, wenn Gegner kommen, die scheinbar unterlegen sind. An spielerischen Lösungen. So. Also ich glaube, das ist der Step 2, den Wagner gehen will. Hat er auch in Huddersfield nicht unbedingt trainieren müssen. So. Also du bist immer das unterlegene Team gewesen, dann kannst du so und so reagieren. Ich glaube, bei Schalke fängt er jetzt, er fängt quasi gerade an, den Keller zu bauen. Was dann im Erdgeschoss und im ersten Stock ist, dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Und SC Freiburg gegen die TSG aus Hoffenheim, ein 1:0. Und bei der TSG hat jemand sein Debüt gefeiert, und zwar Maxi Bayer, 17 Jahre, 114 Tage, der jüngste Hoffenheimer in der Geschichte der Bundesliga. Jetzt gibt es ja die große Diskussion, hey, soll man mal das Alterslimit so ein bisschen nach unten schrauben, damit auch jüngere Spieler in der Bundesliga angreifen können. Was sagst du, sollte man das machen? Ja, also wenn man jetzt auf die Konkurrenz in Europa schaut, jetzt zum Beispiel nach Spanien, da ist das Alterslimit bei 16. Mhm. Haben wir auch einen Ansu Fati, der jetzt mal komplett durch die Decke gegangen ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch nach Dortmund guckt, da wartet ein gewisser Moukoko, der jetzt Ende des Jahres 16 schon wird. Ja. Das heißt, eventuell könnte er dann schon für die Bundesliga debütieren, sofern die Regel angepasst wird. Ja, 17 Jahre, aktueller Stand der Dinge. Halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, dass sie das runterschrauben. Ist ja noch ein Jährchen. Und man passt es auch nur an die anderen Ligen an. Da ist es ja, wie gesagt, schon der Fall. Dann das letzte Spiel. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Das erste Bundesligaspiel seit 8 Jahren, das abgesagt worden ist, beziehungsweise verschoben. Darüber können wir heute logischerweise nicht sprechen, denn der Sturm, der tobt draußen noch gewaltig. Wir kommen jetzt mal lieber zu einem Thema, zu einem Spiel, das tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist Union Berlin gegen Werder Bremen, beziehungsweise andersrum. Jetzt schaut mal, wir haben keine 3 Stühle, deshalb muss ich hier auf dieser Kiste sitzen. Ist ein bisschen unbequem, aber man kann sich das halt auch nicht aussuchen. Erstmal schön, dass ihr zu zweit da seid und wir quatschen jetzt über Union Berlin. 9 Punkte hat man mittlerweile einen Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Und deshalb mal, Basti, an dich die Frage, ist Union sexy, wenn wir schon beim Thema sexy sind, oder ist Union Berlin eigentlich ein typischer Zweitliga-Club, den man in der Bundesliga nicht braucht? Das muss man trennen, glaube ich. Ich glaube, außerhalb des Platzes sind die sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Also es ist für mich sehr viel interessanter, was da um den Verein herum passiert, als bei vielen anderen Vereinen. Was auf dem Platz passiert, ist natürlich jetzt nicht immer unglaublich spannend, aber wer will es ihnen vorwerfen? Also guck dir Paderborn an, die haben das mit anderen Fahnen probiert und stehen nicht so gut da. Na genau so ist es. Du hast ja über die Defensive schon gesprochen. Jetzt kurz, als wir den Schnitt gemacht haben, da haben wir kurz schon mal drüber diskutiert. Also die Defensive ist ja so das Prunkstück von Union Berlin. Ja, haben 32 Gegentreffer bis jetzt in der Saison kassiert. Zum Beispiel jetzt eine TSG Hoffenheim hat auch 32 Gegentreffer. Also brauchen sich da auf jeden Fall nicht verstecken. Kompakte Defensive. Haben zwar jetzt nicht die meisten Treffer selber erzielt, 25, aber dafür eben sehr effizient. Und die spielen einfachen Fußball. Auch mal gerne einen langen Ball nach vorne. Der Andersson macht da den Ball gut fest. Und wenn es mal dann nicht klappt, dann gehen sie schön direkt als Mannschaft auf den zweiten Ball drauf.
ja, und versuchen schnell vors Tor zu kommen. Aber genau diese destruktive Art des Fußballs ist ja das, was viele stört. Wenn man sich überlegt, jetzt hier gegen Werder Bremen, wir haben mal was vorbereitet, 30% Ballbesitz, dann gespielte Pässe nur 310, zum Vergleich 713 hat Werder Bremen gespielt und ja, im Gegenzug 60% gewonnene Zweikämpfe. Das zeigt natürlich, man stellt sich hinten rein, man wartet ab, man will einfach erstmal kein Gegentor kassieren und dann macht man das auch mit einer gewissen Härte, damit halt die anderen Teams überhaupt nicht ins Spiel hineinkommen. Und dann sag ich wieder, hey, sowas will ich eigentlich nicht in der Bundesliga sehen, denn die Bundesliga steht doch für schönen Fußball, für attraktiven Fußball, für offensiven Fußball. Tut sie das überhaupt? Ja, gut, vor ein paar Jahren waren ja wirklich ein paar Teams da, die gesagt haben, okay, wir wollen uns nur hinten reinstellen. Klar, aber da hat auch Eintracht Frankfurt dazu gehört. Aber ist Union Berlin der Ansprechpartner dafür? Ich glaube, da sind andere Vereine, die du ansprechen müsstest, die mehr Budget haben und die mehr da sind. Ich glaube, es gibt in Berlin noch andere Clubs, die gerne diese Punktausbeute hätten. Also ich glaube tatsächlich, dass Union Berlin der falsche Ansprechpartner ist für mangelnde Attraktivität. Da müssen andere Leute, die mehr Geld haben, sich hinterfragen. Ja, zum Beispiel Paderborn spielt ja attraktiveren Fußball, aber sind unten in der Tabelle. Also ich denke, da wird sich niemand beschweren bei Union Berlin, wenn sie mal einen langen Ball nach vorne spielen, aber am Ende das Ergebnis passt. Nur dann ist natürlich die Frage, hey, wir haben einen Hauptstadtclub. Wir wollen erfolgreich sein, natürlich irgendwann auch in der Bundesliga sich etablieren. Da muss doch irgendwann mal der Schritt nach vorne gegangen werden und sagen, okay, diesen destruktiven Fußball, den zeigen wir vielleicht jetzt als Aufsteiger, ne, weil wir eben diese finanziellen Mittel nicht haben. Aber da muss doch mal ein Plan dahinter stecken, zu sagen, hey, wir wollen so ein bisschen attraktiver aufspielen, wenn es dann in die nächste Saisonphase geht. Wir wollen den nächsten Schritt machen. Und dieser nächste Schritt, der fehlt mir zurzeit, Basti. Aber die nächste Saison ist ja auch noch nicht da. Also, ja, aber du kannst nicht jetzt schon was kritisieren, was sie in der Zukunft nicht machen. Nein, da hast du mich falsch verstanden. Es geht eher darum zu sagen, wir müssen jetzt nach der Winterpause den nächsten Schritt machen, uns selber spielerisch weiterentwickeln. Weil eine Saison kannst du ja nicht so planen, dass du eine ganze Saison gleich spielst und im nächsten Jahr dann versuchst, es anders zu machen. Es soll ja Schritt für Schritt gehen. Ich glaube tatsächlich, das kannst du denen nicht vorwerfen. Das tut mir leid, weil ich glaube, die wollen ganz ehrlich, wer hätte gedacht überhaupt, dass sie aufsteigen? So, das kam schon ein bisschen überraschend. Und wer hätte überhaupt gedacht, dass die so stabil im Mittelfeld sind? Ich glaube tatsächlich, die werden den Teufel tun. Die haben, glaube ich, gerade das Gefühl, so irgendwas stimmt hier nicht, aber sagen wir nicht Bescheid, wir räumen das Casino trotzdem aus. Ich glaube tatsächlich, dass die ein bisschen davon profitieren, dass die Bundesliga gerade nicht so gut ist. Sondern dass die mit diesem Fußball, den die Spiele im Mittelfeld spielen, sollte man nicht ihnen vorwerfen, sondern den anderen. Ja, so könnte man es natürlich auch wieder drehen. Ich persönlich bin halt ein Fan von schönem Fußball. Und dieser Fußball auf dem Kicktippfeld, der war zum Beispiel gerade wunderschön von dir. Und das vermisse ich bei Union Berlin. Wir ziehen mein Fazit. Union Berlin, steigen sie ab? Ja, nein, vielleicht? Nein, auf keinen Fall. Krass. Nein. Finde ich interessant. Wie gesagt, 9 Punkte. Mal schauen, ob da noch der eine oder andere Verein vorbeikommt. Noch eine kurze Ankündigung zu Werder Bremen. Wir werden nächste Woche sehr ausführlich über Werder quatschen. Da habe ich mir einen Werder-Experten dann eingeladen. Da werden wir den Schwerpunkt darauf legen. Nämlich GW Schnackt wird mit dabei sein, der Giuseppe, der ja jedes einzelne Spiel mitleiden muss. Und dann können wir das noch ein bisschen ausführlicher machen. Jetzt kommen wir zum absoluten Top-Thema, zum letzten Thema. Wir kommen zum FC Bayern. Der FC Bayern und RB Leipzig haben zwei Knaller-Offensiven und wenn die gegeneinander spielen, dann sollten ja eigentlich ganz viele Tore fallen. Ist halt leider dieses Mal nicht so passiert. Ein 0:0, damit der FC Bayern das erste Mal in dieser Saison nicht selbst ein Tor geschossen. So, jetzt müssen wir über die Bayern diskutieren, denn hey, sie sind Tabellenführer und haben zumindest jetzt in den letzten Wochen einen wirklichen Aufschwung erlebt. Deshalb mal hier. Anton, was sagst du als Bayern-Fan zu dieser aktuellen Situation? Also ich war ja des Öfteren jetzt auch in der Allianz Arena, habe zum Beispiel das Spiel gegen Schalke gesehen, was eins der besten Spiele war von Bayern seit ewig langer Zeit. Also über 90 Minuten sehr, sehr dominant gespielt. Diese Dominanz hat aber gestern gefehlt gegen Leipzig. Haben gut angefangen, aber in der zweiten Halbzeit nachgelassen. Leipzig ist aber dann auch stärker geworden zur zweiten Hälfte, was ja auch typisch ist für die Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach ist Bayern momentan in Europa Top 3, Top 4 auf jeden Fall. Man kann diesen Aufschwung an einer Person, finde ich, festmachen. Und das ist der neue Trainer Hansi Flick. Du als Eintracht-Experte, du kennst ja den Vorgänger, du kennst ja Niko Kovac. Deshalb mal die Frage, wieso hat das jetzt in Frankfurt bei euch geklappt und wieso hat das beim FC Bayern nicht funktioniert? Ich glaube, das sind zwei komplett unterschiedliche Spielanlagen. Also in Frankfurt ging es darum, tatsächlich auch solche Vereine wie die Bayern mal zu ärgern. Hat ja auch funktioniert. Aber zu dominieren, das ist, glaube ich, noch nicht in seinem Trainerportfolio komplett drin. Ich glaube, er hätte diesen berühmten Zwischenschritt vielleicht machen müssen, wo er sich so ein bisschen an Ballbesitzfußball und dann auch, ganz ehrlich, woran er wahrscheinlich auch ein bisschen gescheitert ist, an eine Führung von schwierigen Persönlichkeiten, in Anführungszeichen. Das hat er in Frankfurt nicht, da sind ihm alle gefolgt. Er hat so seine Buddies gehabt, er hat den Prinzen mitgenommen.
Ich glaube, in München ist er dann daran gescheitert, dass er nicht, wie Ottmar Hitzfeld, der General, alle in eine Armee bekommen hat. Rein taktisch können wir vielleicht eine Sache mal hier zeigen. Wir haben ja das Tippkickfeld wieder mal aufgebaut. Ich nehme jetzt mir hier mal einen Ball, das ist die Viererabwehrkette des FC Bayern, davor das Mittelfeld. Und beim Spielaufbau von Kovac lief es ja eigentlich immer gleich. Vom Innenverteidiger zum Außenverteidiger. Ein bisschen nach vorne gegangen und dann gemerkt, oh, da ist ja ein Gegenspieler. Dann ging es wieder zurück, dann ging es auf die andere Seite. Also diese Ideenlosigkeit, man hat es auch als das Bayern-U bezeichnet. Vorne, beziehungsweise in diesem Fall in der Defensive, in der Offensive gab es das dann auch, dadurch, dass es ja die ganze Zeit nur Flanken gab. Und jetzt unter Hansi Flick, ich meine, so rein vom System hat sich ja nicht so besonders viel geändert, zumindest wie die Spieler positioniert sind. Aber, und das ist der springende Punkt, jetzt geht wieder deutlich mehr durch die Mitte. Durch Kimmich, der da steht, durch Goretzka und auch durch Thiago. Und deshalb bin ich wirklich gerade auch Feuer und Flamme, was diesen FC Bayern angeht. Und muss wirklich sagen, so rein von Attraktivität ist das ja nochmal eine ganz andere Steigerung im Vergleich zu den letzten 1,5 Jahren, die wir gesehen haben. Und deshalb müssen wir heute auch mal wieder über den FC Bayern sprechen. Muss ich da ein bisschen bremsen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich weiß, ihr kommt aus dieser Kovac-Zeit und das war nicht so attraktiv. Da seid ihr vielleicht wirklich dankbar, dass das jetzt wieder normal ist. Aber du hast eben gesagt, Top 3 in Europa sehe ich überhaupt nicht so. Sehe ich tatsächlich nicht so, weil wenn diese Spiele kommen, schafft es Bayern. Bayern ist wirklich diese Saison wirklich in so einer Phase, wo ich denke, okay, was machen die ab Sommer? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr denkt, geil, so wie es jetzt ist, will ich, dass es die nächsten Jahre ist, weil dann seid ihr eben kein Top 3 Europapokal. Nee, da stimme ich dir auch zu. Nur wir müssen natürlich über die aktuelle Form sprechen und da ist der FC Bayern schon sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ob das jetzt Top 3 ist, das ist wieder eine andere Sache. Aber gegen Chelsea zum Beispiel, was wir jetzt im Achtelfinale der Champions League haben, das darf mit der aktuellen Form eigentlich überhaupt kein Problem sein. Und das ist genau das zweifle ich an, aber da können wir leider jetzt noch nicht drüber sprechen. Anton, dein Tipp, jetzt mal rein, was die Bundesliga angeht. Welches Team kann denn überhaupt den FC Bayern mit dieser Formation und generell diesem Selbstbewusstsein, was man da auch hat, stoppen? Kein Team, die werden Meister. Ich schaue es einfach so raus. Ich sehe das jetzt schon in den Kommentaren, wie sie sagen, oh, der Anton, was soll Nein, das denn, die also, Bayern-Arroganz. Ich bin ja, krass, bin ich Barca-Fan, ich mag natürlich auch Bayern, aber für mich ist Bayern diese Saison, die werden das über... bis zum Ende durchziehen und Erster werden. Das fühlt sich für mich ganz komisch an, aber ich wünsche es euch echt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage. Ich wünsche es euch echt. Keine Grüße nach Leipzig. Aber, ja, aber genau deshalb. Ich habe übrigens, das muss ich euch dann noch zeigen, das blenden wir jetzt ein. Wir haben ein wunderschönes Bild gemacht mit einem, mit einem Trikot von Timo Werner und dir. Ne? Den wünschst du dir. Das war privat eigentlich. Ich habe ihm vertraut, der hat es missbraucht. Ja, so ist es. Man vertraut einem Bayern-Fan nicht. Ne? So. Ja, der FC Bayern, hau ihn nicht, den gegnerischen Torhüter, der hat dir nämlich überhaupt nichts getan. So, ansonsten natürlich der Sturm mit Lewandowski, einsame Spitze und trotz alledem ein 0:0. Woran lag's, dass es am Ende dann tatsächlich nicht zu einem Tor gereicht hat? Weißt du es gar nicht? Also wahrscheinlich ging es so den Bayern-Spielern genauso. Weil Goretzka den Ball nicht reinmacht. Ich glaube, wenn wir hier sitzen und Goretzka diese Riesenchance reinmacht, dann sagt er, ja gut, sogar Top-2-Vereine in Europa. So, aber nee, ich glaube, viele sind tatsächlich so ein bisschen sprachlos, was dieses Spiel auch angeht. Denn die Chancen waren in der ersten Halbzeit da. Ja, man konnte den einen oder anderen Ball versenken. Hätte es noch Elfmeter gegeben, was davor abseits war, dann wäre es wieder ein ganz anderer Schnack gewesen. Auf der anderen Seite aber genauso Sabitzer und Werner, die zwei riesengroße Chancen hatten. Für mich aber deshalb auch ein absolut verdientes Unentschieden und das zeigt natürlich auch, auf welcher Ebene RB Leipzig spielt, dass sie mittlerweile auf einem Level sind, das mit dem FC Bayern mithalten kann. Oder dass man zweimal in Frankfurt verliert. Das klammern wir jetzt mal aus, meine lieben Leipziger Fans. Fazit, glaubst du, der FC Bayern wird deutscher Meister? Ich hoffe es zumindest. Anton? Ja, wie schon gesagt, ich denke ja. Ich denke immer noch, dass RB Leipzig deutscher Meister wird. So, jetzt hatet mich dafür. Nun ja. Ich habe noch eine dritte These. Wenn Dortmund Favre entlässt, wird Dortmund deutscher Meister. Dann müssen sie gegen Eintracht Frankfurt jetzt verlieren am nächsten Spieltag. So. Wenn ihr diesem Spieltag, dem 21. Spieltag, eine Note, eine Schulnote geben wollen würdet, welche wäre das? Fangen wir mit dir an. Ja, für mich ist gut, aber wenn ich jetzt komplett den ganzen Spieltag nehmen muss, vielleicht eine 3+. Hier ist auch 3 gesagt. Ja, eine 3 minus, so ungefähr. Schade, dass es ein Spiel nicht gab, aber das wird ja nachgeholt und dann sprechen wir darüber auch natürlich hier in der Bundesliga-Show. Bayer 90+1. Jetzt habe ich noch ein Video für euch vorbereitet und zwar aus dem Funknetzwerk vom Biografen, bevor Angela Merkel berühmt wurde. Schaut euch diese Kurzbiografie gerne an, hier ist sie verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke an euch, dass ihr mit dabei wart. Dankeschön. Und gut Kick, haut rein.
Ciao. Eintracht.